zieht viel ab. Nee, zieht sie. Nein! Da waren meine Däumchen wieder zu schnell. Oh, ein Nebulag. Hm. Was mache ich jetzt? Oh, Level 25. Okay. Shen, du bist dran. Und zwar mit ein bisschen Dingsbums. Ach, mir fällt der Name schon wieder nicht ein. Confusion! Confusion! Genau. Ja? Ach, auch paralysiert. Natürlich. Aber jetzt schmeiße ich nochmal so einen Superball. Superball! Ach, genau. Fällt mir gerade ein. Yes! Ich habe einen neuen Kanal gefunden, den ich ganz cool finde. Weil ich das Thema an sich auch cool finde, was der behandelt. Und zwar heißt das, heißt der Kanal This is Dan Bell. Also, this is und dann Dan, D-A-N und dann B-E-L-L. Also, Dan Glocke, quasi. Nebulak Gas. Größe 1,30 Meter, Gewicht 100 Gramm. Nebulak lebt in Geisterhäusern und Ruinen. Sein Körper hat keine feste Form. Ich hab's leider weggedrückt. Aber ihr habt's wahrscheinlich noch lesen können. Oh, noch ein Nebulak. Nö, dich will ich jetzt nicht mehr haben. Ich habe eins in Level 25 gefangen, Junge. 25! Da kannst du überhaupt nicht mithalten. Genau. Und zwar besucht er so verlassene Gebäude. Auf eigene Gefahr. Bla und blub. Ist nicht ganz legal, was der da macht. Aber ich find's cool. Weil der halt auch so ein richtig abgeranzte Gebäude geht, also so richtig abgefuckte Gebäude, so abgefackelt und sowas. Und das ist halt teilweise richtig gruselig und so. Also ich habe mir schon ein paar Videos in die später ansehen Playlist getan, weil ich die nicht alleine gucken will, weil ich dann wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ich habe da lieber einen Dennis dabei oder so. Ich mag das nicht, die alleine zu gucken. Und finde ich ganz cool, den Kanal. Und ich bin mir am überlegen, also der macht auch so Fotografie und so. Und der hat auf Etsy, hat er einen kleinen Shop, da hat er momentan 6 Bilder drin. Und da bin ich am überlegen, ob ich mir eins davon bestellen soll. Aber, wie gesagt, noch mal überlegen. Und ich weiß, wie viel der Versand hierhin kostet. Und irgendwie wird bei mir Etsy in neuseeländischer Währung irgendwie angezeigt. Warum auch immer. Keine Ahnung. Das Hilfscope hat den Geist identifiziert. Was? Warum ist das denn Gnocker? Ah, wait. Hat nicht irgendjemand hier was von einem Geist gesagt? Also von einem Gnogger? Hat da nicht jemand was von erzählt? Aber ich will es jetzt nicht töten. Okay. Also ich will es auf jeden Fall fangen. Das ist klar. Das Pokémon muss gefangen werden. Stopp, 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 stopp! Ah! Drecksvieh, ey. Ja. Christoph. Könnt das Ding mal anfackeln. Hm, bitte nicht töten, bitte nicht töten, bitte nicht töten, bitte nicht töten, bitte nicht... Ach, danke schön. Bitte nicht töten, bitte nicht töten, bitte nicht töten, bitte nicht töten! Oh, oh mein Gott! Okay. Superball! Pokémon lässt sich nicht fangen. Ach, schade. Na gut. Christoph erreicht Level 29.
Der Geist war die rastlose Seele von Dragossos Mutter. Genau, da war doch was. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Oh. Die Rocket. Der alte Knacker wollte sich beschweren. Da mussten wir ihm die Leviten lesen. Und jetzt mach dich vom Acker oder du bekommst eine Menge Ärger. Och Mann, Leute. Team Rocket möchte kämpfen. Mozi, motherfucker. Eine Schrei, piep, hochfrequenter Ton. Ja, komm, mach ruhig nochmal, ey. Ich hab Brand. Ich hab hier noch ein bisschen Wasser. So, Arbok. Arbok. Machen wir mal den Dennis. Ich glaube, der ist da. Ne, den Alex nehmen wir da. Ich glaube, Shen ist momentan höchstes Level, oder? So. Mein Wasser ist jetzt auch leer. Leider. Doch, Alex ist paralysiert. Ich muss mich hier gerade nochmal zudecken. Irgendwie ist das mit der Decke hier noch nicht ganz richtig. oh, Doppelkick. Wow. Es hat sich auch sehr gelohnt, da jetzt anzugreifen. Oh, ich möchte mal auf Dennis. Pika! Donnerblitz. Nice. Sauer. So. Dennis erreicht Level 29. Smogon. Nee, Smogmog. Nö. Wie es guckt. Fast wie, Dings. Bums. Was ist das hier für ein Bums? Onyx. Genau. Fast wie Onyx. Onyx ist doch... Smog ist. Boah. Yay! Dafür wirst du büßen. Team Rocket so schnell wie das Licht. Oh, ein alter Ob. Ich will kein Nebulak. Wenn ihr ein Gengar oder sowas wäre, yo. Aber so nicht. Hallo? Was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die... um herirrenden Seelen von Dragossos Mutter zu beruhigen. Noggers Seele kann nun endlich in Frieden in die ewigen Jagdgründe einkehren. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon-Clubhaus am Fuß des Turms. Wo ist der denn hin? Ach, da oben steht er. Hab ich schon mal mit dir gequatscht? Mr. Fuji hat oft für Dragossos Mutter gebetet. Geboten. Pokémon sind so putzig, sie sind wunderbare Schmusetiere. Julle! Du kannst... Nee. Du kannst dein Pokédex nicht vollenden, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinen Abenteuern helfen. Du hast keinen weiteren Platz für weitere Items. Achso, was krieg ich denn jetzt schon wieder?
Mann, ich werde hier so zugeschissen mit Items, ich will die alle gar nicht haben. So. Ablegen. So, was haben wir denn hier? Irgendwas hier unten. TM10. Weg damit. Dann das Sonderbonbon. Weg damit. Dann die TM2 oder was es war? TM2, genau. Den Liftöffner brauche ich auch nicht mehr. Ich denke mal nicht, dass ich da irgendwie nochmal hingehe. Dann das Hilfscope brauche ich, denke ich mal, auch nicht mehr. Oder brauche ich das für... Nee, oder? Weiß ich... Weiß nicht. Eisen... Mach ich mal weg. So. Irgendwann später... 1000 Jahre später muss ich mal gucken. War das jetzt hier in dem Haus? Ja, okay. Wollen die verenden, wenn du dein Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst, wenn die Abenteuer helfen. Pokéflöte! Damit können wir das schlafende Pokémon, genau. Wie kannst du mit alle schlafenden Pokémon wecken? Das heißt, ich brauche auch gar keinen Aufwecker mehr zu kaufen, oder? Wenn ich die Pokéflöte habe, dann müsste das eigentlich funktionieren. Und das heißt, wir können jetzt das Relaxo da kaputt machen. Beziehungsweise einfangen. Relax, don't do it. Relax, don't do it. They will call. Who are you gonna call? Ghostbusters. Nee, da will ich nicht lang. Das hier. Na, ah, lass mich in Ruhe. Frau. Wie kam ich denn hier zu diesem... Also zu dem Pokémon. Wo war das denn? Okay, jetzt bin ich ja wieder diesen Pissgelben. Was ist denn mit dir da oben los? Warum ist das hier so am Rumlägen? Warum ist hier überall Pokémon-Zeugs? Gerade noch etwas verwirrt. Oh, hier bin ich. Aber wo ist denn das Relaxo? Ich meine, das wäre, wenn wir da, oder? Mann, ich weiß nicht mehr, wo das ist. War das nicht, wenn man hier irgendwie nach rechts geht? War das nicht hier? Oh. Christoph hatte den Zerschneider, genau. Nee, hier war das nicht. Oh, fuck. Keine Ahnung, Mann. Ich gammel jetzt auf jeden Fall erstmal unten in der Stadt herum, da wo ich noch nicht war. Oder war das? Nee, ich will jetzt erst dieses Drecksrelaxo haben. Ah.